Heute in Dallas ist uns wieder ein Mädchen begegnet. Das Mädchen hieß Ava Diop und war 2 Jahre und 3 Monate alt. Hat einen mäßig fortgeschrittenen Hydrocephalus mit relativ minimalen Ausfallerscheinungen, ist noch in der Lage zu sehen, kann hören, kann sich weitgehend physiologisch bewegen, hat ein bisschen eine leichte Spastik an der rechten Hand, ist aber ansonsten leicht unternährt, generell aber in einer guten Verfassung, wäre also eine Kandidatin, die eine OP mit guten Erfolgschancen überleben würde und ihr somit das Leben erhalten bleiben könnte. Und die haben wir gerade untersucht und gleich mit der Präsidentin der Behindertenvereinigung hier gesprochen, die das sofort in die Hand genommen hat und dafür gesorgt hat, dass das Mädchen mit der Mutter ins Krankenhaus gebracht werden kann, was in der nächsten Woche stattfinden soll zur Voruntersuchung und sich dann auch wieder mit uns kurz schließt und wir dann sozusagen von da weiter organisieren und eventuell eine OP einleiten, wofür wir natürlich bis jetzt noch keine Spenden haben und die finanziellen Mittel erstmal zusammenkriegen müssen, aber wir sind alle ganz optimistisch, dass es klappt und können damit eben dem Kind total wieder eigentlich im Prinzip alle Fähigkeiten zurückgeben und Leben ermöglichen. Es ist rund genug, sich da richtig reinzuhängen.